Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von dieser Aufnahmesession. Es geht weiter und wir machen ja, wie gesagt, jetzt eine Party mit Yamaoko, Tamara, irgendwas. Weiter. Gewähltes Kostüm. Sag mal, was ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Takamoto. Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Wie sich meine Haare bewegen. Er ist in seinem Büro und mischt sich nicht ein. Aber der Barkeeper kann ich zu ihm durchstellen. Das war zu erwarten. Ich habe Knethaare, die sich ein bisschen zu sehr mitbewegen. Aber ich bin eine Lady. Oh, wie ich mit meinem Arsch wackeln kann. Oh yeah. Was ist mit den Haaren eigentlich? Das sieht furchtbar aus. Wer macht denn solche Haare? Hallo, ihr seid scheiße. Ihr steht im Weg. Hallo Barkeeper, du musst mich durchstellen. Ich glaube, Nishimura-san erwartet mich. Ah, Lady Croft. Er ist in seinem Büro am Ende der Halle hinter Ihnen. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Danke. Danke, dann gehe ich mal dahin. Mhm. Haben Sie aber auch einen tiefen Ausschnitt verpasst, ey. Das ist so typisch. Ja, wir machen jetzt mal das Bild von Lara Croft, das alle haben wollen. Warum tanzen die eigentlich im Brunnen? Tamaoka. Hallo Lara. Tamaoko. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Totemo tanoshinde imasu Nishimura-san. Aber wenn Takamoto eintrifft, dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal, wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte, genießen Sie die Party und viel Glück. Okay. Eindeutig Silikonbrüste. Fassen Sie sich kurz, Miss Croft. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Also, ich bin kein Dieb. Und ich rate Ihnen, diese Anschuldigungen zu unterlassen. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Korose! Imasuyere! Das ist geil. Jetzt hat sie auch wieder ihren Zopf. Das ist Lara. Wo hast du die denn her? Regel Nummer 1. Gehe nie mit leeren Händen auf eine Party. Takamoto ist sicher wieder in seinem Penthouse. Folgen Sie ihm nicht, Lara. Seine Männer werden Sie erwarten. Die Lobby ist eine Todesfalle. Ich weiß, dass dir sowas gefällt, aber du hast keine Chance. Dann gehe ich eben nach oben. Wie komme ich aufs Dach? Aufs Dach? Mit dem Fahrstuhl. Danke. Aber Vorsicht, oben ist eine Baustelle. Dazu sage ich lieber nichts, Lara. Darum müssen wir das Problem aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vom Dach. Nishimura hat mir den Code für den Aufzug gegeben. Ich bin unterwegs.
Ich fahre mit dem Lift. Schade nur, dass sie halt keine Schuhe hat. Weil, kann sich da sonst was einlatschen, so wie sie hier rennt und springt. Und so, das geht alleine auf. Ich wollte gerade aufschießen. Siehst du das Gebäude? Es gehört zum Sturm. Er müsste im obersten Stock sein. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Dafür schickt ihr Nishimura eine Rechnung. Bei einer Party geht immer etwas zu Bruch. Also es ist wirklich gerade faszinierend, wie gut ich raten kann. Aber es hat mir alles so im Auge gelegen gerade, ne? Was zum Teufel hast du vor, Lara? Guck dir das an. Von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden. Oh. Mach das nie wieder. Mit diesem Motorrad wohl kaum. Ich weiß nicht, ich mag den Humor total von ihr. Ah, hier. Aua. Oh Gott, ey. So. Ups. Die wollte ich gar nicht schmeißen. Oh Mensch, die armen Hunde. Sollten wir das einfach ändern? Ganz einfach. Oh.
Moin, Buddha. Wo sind sie? Sie wissen doch, dass du da bist. Die sehen wir noch früh genug. Ich glaube, ich könnte hier oben noch was holen, oder? Nein! Er möchte also einen Tee oder einen Kaffee. Oder er bietet mir den an. Den Kaffee. Verursachen Schmerzen. Warum verstehst du das nicht? Hier geht's nirgends raus. Es gibt immer einen Weg, Sid. Sie hat Ihnen einen Gefallen getan. Vielleicht lesen Sie erst mal ein Buch. Wundervoller Abend. Oh, du weißt, was das bedeutet. Und mir wird auch schon übel. Ich habe mir die Map noch nie so genau angeguckt, aber das ist ja geil. Das ist wirklich die, genau die gegenüber, ne? Jo. Es ist ganz schön offensichtlich alles, was man machen soll. So. Das ist schon wieder ein bisschen quer hoch, oder? Wie auch immer das jetzt physikalisch funktionieren sollte, aber es passt schon. Weiß nicht, ich mache mir da immer so... Ich überlege mal, wie von uns soll das funktionieren. Wie funktioniert das, was die da machen? Teilweise ergibt es leider nicht viel Sinn. Ach, da ist eine Stelle. Sieh nicht nach unten. Ich habe keine Höhenangst, Alistair. Aber mir wird davon speiübel. Das habe ich hier in Bolivien auch gesagt.
Ich versuche nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Da ich hier nicht weiterkomme, nehme ich mal an, ich muss mich nochmal zurückschwingen. Hier noch und jetzt hier oben rauf. Oh Gott, ey, wer macht denn so eine Kletterpartie an dem Dach? Bin da, hi. Zwischen Leute. Ach, von da oben, du feige Sau. Komm her. Nein, mach doch keinen, mach doch keinen. Warte mal. Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du, es ist eine Fa. Allerdings, sieh dich vor. So schlimm, aber das mache ich nie wieder. Ich bin nicht gar nicht verletzt. Das ist mein Reich, keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Das hat mich hier so angeglänzt, es musste auch. Ja. Ich bewundere deine direkte Art. Wenn ich mal ehrlich sein soll, das ist schon ganz schön durchsichtig alles, ne? Also es wird eigentlich schon alles gezeigt, was man machen soll. Sehr auffällig, so wollte ich sagen. Dann mal ab in den Fahrstuhl. Was ist jetzt mit Ihrem losen Mundwerk? Nee. Ruhe da oben. Gleich mein loses Mundwerk. Sie haben keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer. Ich habe mich jetzt angegriffen. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist.
Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam, denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden Sie lieber sterben, als es mir zu geben? Nein. Deshalb habe ich Ihre Neugier befriedigt. Da wird sie uns sterben. Ja, das ist nicht so gut, was hier passiert gerade, glaube ich. Was ist jetzt mit Ihrem bloßen Mundwerk? Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Dieses Mal haben Sie nicht so viel. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Es war dumm, hierher zu kommen. Erkennen Sie jetzt Ihren Unheil. Verstehen Sie nicht, Mensch. Das Artefakt gehört hier. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Bewegungen sind Ausdruck ihrer Verwirrung. Es war so viel hier zu kommen. Ihre Bewegungen sind Ausdruck ihrer Verwirrung. Aber noch die ganze Zeit denselben Scheiß, oder? Ihre Bewegungen sind Ausdruck ihrer Verwirrung. Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Dann wird sie uns sterben. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit? Habe ich Ihre Neugier befriedigt? Idokiri, zur Hölle mit Ihnen. Scheiß auf den Stock. Okay, das ist es. Hast du gesehen, wozu es fähig ist? Ja, das habe ich, Alistair. Draußen wartet Nishimuras Helikopter auf dich. Hervorragend. Richte ihm aus, dass er der Größte ist. Nishimura-san. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, ob er brav gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespürt. Willst du nach Ghana? Klar, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Yay! So, damit würde ich sagen, es war doch ein sehr einfacher Kampf. Ich habe den sehr schwer in Erinnerung, aber ich glaube, ich habe auch sonst auf normal oder so gespielt. Aber für die Story...